Ich habe noch nie so eine Tabakzigarette. Tabakzigarette? Also Sportzigarette gedreht. Ich probiere das jetzt mal. Das ist eine kleine Feldstudie. Nee, Money Mark rappt auch. Also alle, es wird ganz normal gerappt. Das ist ein klubbiger Rap-Beat. Das ist halt kein Atzenbeat, weil er musste sich ja ins BSH erfüllen. Ich komme gleich. Hallo, ich hänge mit zwei Dritteln des Trios BSH in Düsseldorf rum. Bassultan Hengst ist endlich erwachsen geworden, hat den Serk mit dabei und bereitet sich professionell auf die Show heute Abend vor. Richtig? Richtig. Ich probiere es auf jeden Fall. Aber gut, dass du mal Trio gesagt hast. Sagen die Leute nie. Ich habe mich ja informiert, das steht aber auch ja eigentlich nirgends. Das sagst du nur in meinen Interviews, dass ja BSH drei Leute sind. Nämlich ihr beide und der mysteriöse Dritte, der immer irgendwo anders ist. Der chillt gerade auf in Portugal. Im Pool. Und hat auch jetzt gesagt, dass er in Rente geht nach dem Album. Kein Witz. Er hat gesagt, er hat alles gemacht. Jetzt geht er in Rente. Ist so richtig? Ja. Sieht abenteuerlich. Hallo hiphop.de. Hallo hiphop. Wo, welche Hi. Nummer ist es die? Ihr könnt beide. Ich habe nur eine, ihr habt zwei. Ah, hallo hiphop.de. Ich habe noch nie so eine Tabakzigarette. Sportzigarette? Also Sportzigarette gedreht. Ich probiere das jetzt mal. Ja. Was mache ich jetzt? Jetzt kommt der schwierige Teil auf jeden Fall. Jetzt musst du es umlegen, das Blättchen. Wie umlegen? Na, das hier randrehen. So? Weiter runterdrehen, genau so, dass es da rumgeht. So? Erstmal muss da passen, genau. Okay, und dann? Und dann drehen. Wohin denn? Ja, dann. So? Der andere Daumen muss nach links. Du bist der beste Kiffer der Welt, Alter. Ich bin ja kein Kiffer, das ist ja das Ding. So scheiße. Aus dem Grund wurden die 14-Jährigen früher zu Bonkiffern. Ja, Bon wäre besser, Junge. Ist so? So nicht. Wieso lacht ihr denn? Du musst einen Daumen links und einen rechts haben und dann rollst du das halt so. Boah, weißt du das? Das habe ich im Fernsehen gesehen, so eine Doku. Klar. Zeitgeist hieß sie. Hier, komm. Oder so. Dankeschön. Das sind die Vorteile, wenn man Rockstar ist. Ne? Mach ich das hier weg? Nee. Oder anzünden? Das brennst du ab und sagst dabei Danke an den Grasgott. Danke an den Grasgott. Sehr gut. Und jetzt kiffe ich. Jetzt bist du schon Kiffer. Krass. Weil du hast es gesagt. Das ist aber nicht dein erstes Mal. Mein erstes Mal seit Jahren. Aber du bist dir sicher, dass du das Interview durchstehst? Mhm. Machen wir schon. Okay, wir sind gespannt. Wir können das jetzt live beobachten. Das ist eine kleine Feldstudie. Schieß los! Ich werde zumindest nicht angebrüllt wie vis-à-vis im Interview. Das ist ja schon mal korrekt. Nimm mal die Scheiße weg. Vorsicht mit den Securities, wenn du so laut hustest. Okay, wir waren bei dem Trio BSH stehen geblieben. Am 4.4. gibt es nach, glaube ich, 4 Jahren ohne Release auch wieder ein Album von dir. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das passt ja alles. Dankeschön. Nicht schlecht. Ja. Ich dachte mir, da es in anderen Interviews vielleicht noch ein bisschen zu kurz kam, fangen wir mal einfach damit an, über die Musik und die Themen auf dem Album und sowas zu reden, bevor wir auf die ganzen anderen Themen eingehen, was du in den letzten 4 Jahren gemacht hast. Ja. Jetzt habe ich das Ding aber noch nicht gehört, das heißt, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ihr müsst mir mal was über die Themen erzählen. Ich kenne die Videosingles. Da geht es darum, auf humorvolle Art, wie das so ist, wenn man so broke ist. Unter anderem, ja. Eigentlich ist das Album immer sehr humorvoll, wie jedes Hengst-Album. Und ja. Warum lachst du? Nee, wegen ihm. Alles gut. Erklär mal nochmal was. Erklär mir doch mal, sag mir ein bisschen was zu dem Thema. Also das ist ja jetzt so. Das ist ja Konzentration, Konzentration. Das ist ja, was ist denn jetzt? Pop-Rap, Pop-Musik. Das Album? Ja. Das Album ist Rap. Rap-Musik. Ja, bisschen weiter ist als Rap. Rap-Musik. Nennen wir es so. Es ist Rap-Musik und kein Rap. Und Musik wird es dadurch, dass man Instrumente einsetzt und auf Tour vielleicht auch eine Band mitnimmt und dass Serk in der Hook singt. Sich auch mit den Themen ein bisschen länger beschäftigen als ein paar Stunden. Du hast irgendwo gesagt, du hättest, weiß ich nicht mehr, 2 bis 4 Monate an einem Song gearbeitet? Wir, ja. Was macht man 2 bis 4 Monate mit so einem Song? Dran arbeiten. Und kiffen. Nee, dran arbeiten. Ja, immer mal wieder rübergehen. Wenn einem dann doch hier und da irgendwie die eine Textzeile nicht gefällt oder das eine Riff oder die da noch die Hi-Hat und dann der Mix und sonst was, das kann schon manchmal relativ lange dauern. Also hat zumindest bei uns relativ lange gedauert. Dicker, roch lieber das hier. Ja.
Vom Ablauf her, ihr habt irgendwie, habe ich im Interview gehört, ihr habt die Songs dann immer noch hin und her geschickt und da wurde eine Skizze gemacht und da wurde es dann eingespielt und weiter ausgearbeitet und ja, wie war das? Nee, ja, genau so. Also wir haben viele Sachen bei uns vorproduziert bei mir im Studio, sind dann losgegangen, haben Produzenten gesucht, die das Ganze nochmal, die sozusagen den Song, den wir gemacht haben, nochmal zu einem, oder ja, die grobe Skizze einfach nochmal zu einem richtigen Song machen. Und da ging halt viel hin und her, weil noch ein Part, der mitgearbeitet hat an dem Album Paul Blaze, der halt in Wien oder in Österreich ansässig ist, der dann die Cuts noch gemacht hat. Also dadurch ging es wirklich viel, viel hin und her, Spuren. Aber so den größten Teil haben wir eigentlich in Wien zusammen gemacht. Und halt als Trio. Als Trio. Das heißt in Wien sogar noch als Quartett. Okay. Der Ansatz am Anfang war, dass es mit einer Kleinband live umsetzbar sein sollte und eher so Richtung Abtempo. Genau. Was bedeutet dann Abtempo in dem Zusammenhang? Einfach, dass man ein paar BPM mehr hat? Oder wolltet ihr, dass man dazu tanzen kann? Oder warum? Ja, Abtempo heißt, dass wir, genau, also nicht unbedingt, dass es tanzbar ist, aber dass dich jeder Beat eigentlich eher aus dem Sofa rausbringt, als ins Sofa reintreibt. Okay, und was für Themen sucht man sich denn dafür aus, wenn man mit so einem Augenzwinkern jetzt endlich erwachsen ist und anspruchsvollere Musik machen will? Also viele private Themen haben wir thematisiert. Wie das so ist, wenn man so erwachsen ist halt. Genau, übererwachsen. Und viele persönliche Geschichten von mir, die ich so im Laufe der Zeit gesammelt habe. Und ja. Gib mir doch mal Beispiele, ich konnte es ja noch nicht hören. Denk mal nach, was sind die wichtigen Themen, die da drin kommen? Also du reflektierst darüber, wie das so ist mit deiner Rap-Karriere. Was gibt's denn da sonst Privates? Frau und Kind und Partys veranstalten. Und dann gibt es ja auch noch den Moment, in dem man sich Gedanken über das macht, was in seinem Leben passiert. Okay. Das ist zwischen oder auch währenddessen. Auf diese Momente haben wir uns konzentriert, nicht wahr? Oh. Die Zwischenleben passieren. Okay. Nee. Ja. Sag mir doch mal ein Beispiel für diese Lebensthemen. Worüber denkt ihr dann so nach? Worüber kann man nachdenken? Man kann über Ex-Freundinnen. Ja. Ich habe auch sofort auf Frauen gedacht. Mhm. Was gibt's noch? Das ist ja quasi schon die Videosingle. Da hast du Ex-Freundin plus finanziell drin. Dann hast du das Leben an sich drin. Dann hast du diese kleinen Momente. Diese kleinen Momente einfach, wo man entweder verkackt oder sich gut fühlt. Dann hast du, dann ist es immer ein Thema, das dich beschäftigt als Künstler eigentlich, auch wenn man es oft nicht zugibt, dass Leute dir sagen, Digga, was machst du denn da jetzt für Musik? Das war doch früher alles viel besser und bla. Damit haben wir uns aus oder dass wir 4 Jahre nichts rausgebracht haben und darüber lachen können und erst wieder in 4 Jahren releasen werden. Wie Madonna oder Elton John. Das waren die zwischenmenschlichen, zwischenlebendlichen kleinen Momente zwischen Frau, Tour, Alkohol, Sex, Drogen, Eskapaden. Und das ist dann so, womit startet man dann da so? Sagt man so, ey, lass uns mal einen Song machen über Ex-Freundin, lass uns mal einen Song machen über... Na, ich bin zu Hengst gegangen und hab gesagt, Dicker, lass mal einen Song über deine Ex-Freundin machen. Nee, na... Ist das so eine Erkenntnis dann, dass man irgendwie... Oder dass man einen coolen Spruch dazu hat oder einem irgendwas klar wird und man sich denkt, ey, dazu mache ich, oder ein Gefühl, wo man sagt, das will ich jetzt in den Song packen. Oder? Das ist unterschiedlich. Weil so ist keine tolle Antwort jetzt auf die Frage, aber es ist tatsächlich die Antwort. Also es ist vollkommen unterschiedlich. Manchmal läufst du durch die Straße oder wir stehen im Studio, hören einen Beat und man hat sofort irgendeine Line im Kopf irgendwie und man denkt sich, oh ja, das könnte man zu einem geilen Thema machen. Manchmal ist es so, dass man sich über irgendwas so freut oder ärgert, dass man denkt, oh, das wäre ein krasses Thema. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich. Wie stark hat sich der Rest des Trios in die Themen eingebracht? Kamen die mehr von dir oder habt ihr zusammen dann?
also meistens kam ich dann mit der Idee, oder? Guck mal, ich würde gerne einen Song darüber machen. Und wenn der dann irgendeine Idee hatte oder dieses Gefühl dann in sich drin hatte und auch darüber sprechen konnte, dann hat er irgendwas in den Raum geworfen. Und wenn ich mich mit diesem Gefühl, ja, wenn ich dann sagen konnte, okay, ich fühl's, Dicker, und mir geht's genauso. Dann wurde es gefühlt. Dann wurde es gefühlt und dann kommt's rein. Man hat ja jetzt schon mitbekommen, dass das musikalisch anders klingt als andere Veröffentlichungen von dir in der Vergangenheit. Bist du denn als Mensch da drauf eigentlich wirklich so anders? Mhm. Oder stellst du einfach nur eine andere Seite von dir dar, aber hattest das Gleiche vorher so auch schon in dir? Du machst wahrscheinlich weniger auf Hard, ja, zum Beispiel, ne? Das wird wahrscheinlich weniger um Messersticher und Battle gehen. Das kann Zerk als Außenstehender, glaube ich, besser beantworten. Es geht weiterhin um einen Bastard, dann Hengst. Es geht weiterhin thematisch nicht um eine andere Seite, sondern weiterhin um ihn. Aber wie wir alle, wird auch ein Bas-Sultan Hengst einfach, verändert auch ein Bas-Sultan Hengst sich. Von daher muss man gar nicht, wenn man anders klingt, unbedingt eine andere Seite von sich zeigen. Man kann immer noch sich selbst in Komplettheit zeigen, aber anders. Aber halt die Art des Zeigens ist anders, aber nicht die Seite. Wenn du noch irgendwas sagen willst, nutze deine Chance, sonst rede ich weiter. Ja. Okay. Ist ja auch normal, dass man bei jeder Art Musik, die man macht oder bei sonst was im Leben, zeigt man immer ein bisschen eine andere Seite von sich, ne? Man benimmt sich ja auch unterschiedlich, ob man gerade Gras kaufen geht oder zur Bank geht, um einen Kredit zu erbitten oder ob man gerade ein Interview gibt oder besoffen auf einer Party ist oder so. Deshalb ist es ja vielleicht auch so, wenn man eine andere Art von Musik macht, dass man dann was anderes von sich da rauspackt. Ja, aber ich glaube, es liegt wirklich eher daran, dass es einfach... Ich nehme das nicht persönlich, wenn du die ganze Zeit lachst. Ich schieb das auf die Zigarette. Nee, aber ich habe den Faden von der Frage verloren. Also ich finde, der ist... Korrekt, ich hab was völlig Unabstraktes. Wie klingt der Song mit den Atzen? Der Song mit den Atzen klingt tanzbar. Der Song mit den Atzen klingt... klingt... Nicht wie ein Atzen-Song. Nein, es ist ja ein BSH-Song. Es ist ja ein BSH-Song, genau. Also, das heißt, Frauenarzt singt die Hook. Das heißt, Frauenarzt rappt natürlich. Money Mark hat einen Videobeitrag mit Tanz. Nee, Money Mark rappt auch. Also alle, es wird ganz normal gerappt. Das ist ein klubbiger Rap-Beat. Das ist halt kein Atzen-Beat, weil er musste sich ja ins BSH erinnern. Ich komme gleich. Aber... Er kommt gleich. Aber es ist schon eher so die Party-Richtung, die man da mit Atzen macht und nicht so das Bassbox-Revival. Ja. So. Nee, es ist ein Fire-Song, aber halt kein typischer Atzen-Song, sondern ein BSH-Song. Wurde denn zwischendurch auch mal hart auf die Kacke gehauen und man hat eher wieder den Gangster-Bass-Sultan-Hengst? Oder gar nicht? Es ist, na, was heißt denn Gangster-Bass-Sultan-Hengst? Man hat einen ernsten Bass-Sultan-Hengst auf dem Album und es wird auch auf die Kacke gehauen, aber es wird nicht sinnlos auf die Kacke gehauen. Also es geht nicht darum zu sagen, Dicker, ich habe den Megapenis, sondern es geht darum zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Von daher ist es, also es wird schon auf die Kacke gehauen, aber halt nicht sinnlos. Wir versuchen jetzt einfach weiter, wie gut du die Bas-Sultan-Hengst-Fragen beantworten kannst. Mhm. Schließlich seid ihr jetzt ein Trio. Ist das erste Bas-Sultan-Hengst-Release, wo kein Orgi dabei ist, ne? Ja, das stimmt. Weil der dann nicht reinpasst, weil das jetzt so erwachsen ist. Nee, deshalb glaube ich gar nicht, sondern es hat, glaube ich, nachher zeitlich nicht mehr geklappt. Die haben sich... Ja, das ist ja so voll die Rapper-Ausrede. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Findung sozusagen vom Album relativ lange gedauert hat, nachher dann aber der Abschluss des Albums doch... oder zumindest der songliche oder inhaltliche Abschluss des Albums relativ straight durchgezogen wurde. Und deshalb hat es nachher tatsächlich, meine ich, zeitlich nicht mehr geklappt, weil die beiden sind ja immer noch dicke. Von daher, nee, und ansonsten hätte man es ja auf die Premium-Edition oder sonst was, hätte man ja was draufpacken können. Also es hat wirklich zeitlich nicht mehr geklappt, Orgi ist ja die ganze Zeit unterwegs. Ich habe irgendwo gehört, dass der Kollege, der gerade draußen am Husten ist, gerne wieder mit den Leuten von früher was machen würde, mit denen er so angefangen hat, das seinen ersten Releases. Meinst du, das wird es geben und dann klingt er doch wieder wie früher? Na, er macht ja mit mir jetzt.
Und ich war ja bei seinem, bei seinem allerersten Release dabei. Ansonsten, da kann ich nichts sagen. Das ist, weiß ich nicht. Okay, ich habe noch mehr Fragen, wozu du nur schwer was sagen kannst. Aber was geht eigentlich, wo wir gerade bei Leuten von früher sind, mit dieser Agro-Berlin-Reunion, die der Hengst mal angekündigt hat? Und dann sollte sie es doch nicht. Was war da? Ja, nee, auch da bin ich. Das Hengst-Album kommt am 4.4. Red dich doch nicht raus hier, du weißt doch alles. Ich dachte, du gibst es ehrliche Antworten als er und nee, wir kommen weiter auf die Art. Dann müsste ich hier auch nochmal mitrauchen. Okay. Nee, nee, aber brauch du ruhig weiter. Wenn ihr komplett auf dem Boden liegt, dann gucke ich in eure Handys und finde die Informationen. Nee, aber da kann ich auch nichts zu sagen. Also ich fand den Moment hier bei der Sido-Tour in Berlin sehr ergreifend, als irgendwie so die Wichtigsten ja doch dann auf der Bühne standen. Aber ansonsten weiß ich darüber wirklich nichts. Also. Okay. Wer ist denn die Zielgruppe von dem Album, wenn es ja scheinbar nicht die eingeschworenen 10 Jahre Bassultan Hengst-Fans sind? Hm. Die Zielgruppe sind, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jeder für uns so eine andere Zielgruppe definiert. Aber ich glaube, wir würden ganz gern die Leute ansprechen, die mit uns oder mit vor allem mit Hengst groß und auch älter geworden sind. Und von daher nicht nur die Leute, die früher Bassultan Hengst gepumpt haben, sondern doch die Leute in unserem Alter, die ähnliche Sachen erlebt haben oder so. Also es ist schon eher, also es gibt, zumindest ist das mein Eindruck von der Zielgruppe, dass es Leute zwischen 25 und 35 sind. Also auch nicht jetzt unbedingt Leute, die bisher noch nie irgendwas von Hengst gehört haben, sondern ihr stellt euch so vor, Leute, die das früher schon gehört haben, die sind aber jetzt genauso wie wir ein paar Jahre älter geworden, hören auch ein bisschen andere Mucke. Nee, das nicht. Nee. Wie gesagt, also nicht nur die alten Hengst-Fans, sondern wirklich Leute in unserem Alter. Also die halt, weil es geht ja nicht nur, die ganzen Themen, die auf dem Album behandelt werden, sind ja nicht nur Hengst-relevant, sind ja trotzdem gesellschaftsrelevant klingt, als wäre das jetzt ein politisches Album, aber du weißt, was ich meine. Also, Alter und so, meinst du, so genau, nach dem Motto, ich bin jetzt so und so alt, sozusagen. Also man ist so, geht auf die 30 zu oder ist 30 und fragt sich, was habe ich bisher mit meinem Leben gemacht und ist das jetzt cool oder nicht und genau, das ist geil und da habe ich es verkackt. Und genau, guckt zurück und merkt, hier und da haben wir doch, also ich glaube, wir haben, ich sag mal, alle Jungs in meinem Alter, oder ich sag mal 80% oder sowas, zumindest aus meinem Kreis, wenn ich da zurückgucke, dann haben wir alle irgendwo eine Geschichte, die wir alle erlebt haben, die gleich ist, sei es, weiß nicht, irgendwie das erstmal klauen oder irgendwie so kleine Scheißgeschichten so. Und die verbinden einen ja doch, glaube ich, so generationsmäßig. Oder nicht nur generationsmäßig. Von daher hoffe ich natürlich, dass auch andere Leute das Album kaufen werden, aber so, es ist keine Kindermusik, sagen wir es so. Hat weniger mit Pubertätsproblemen dann so zu tun. Genau. Darauf blickt man so zurück, so lustig. Und von der Stimmung her ist das aber die ganze Zeit so, wie das auch in den Videosingles war, mit halt so einem Bassultan-Hengst-Humor. Na klar, es ist ja Bassultan-Hengst. Also es wär vollkommen... Er hat auch schon ernste Tracks gemacht in der Vergangenheit, wo er nicht so alles nur lustig und locker genommen hat. So. Nee, so ist es auf dem Album ja auch nicht. Also das Gros vom Album ist schon mit so einem Augenzwinkern. Aber wie gesagt, es sind auch wirklich ein paar... ein paar Ernsthaftes klingt auch bescheuert, weil irgendwie sind alle, haben ja doch alle ihr Fundament, was die ganzen Songs ernsthaft macht, aber die, es gibt auch ein paar Songs, die sind komplett ohne Augenzwinkern, sondern die sind so gemeint, wie sie gesprochen sind. Und, aber der Gros des Albums was, ist schon... Was haben die dann für Themen? Ja, schade, dass du es nicht gehört hast. Erzähl's mir, ich hab's nicht gekriegt. Sag mal so ein Thema, wo es ernst ist. Nee, da müssen wir... Ah, Shira, hey. Willst du mitmachen? Wir geben gerade ein Bassultan-Hengst-Interview. Ich wollte meinen Shit holen. Der Hengst ist... Hi. Aber ich habe ihn... Hi, Tashin. Tox, hallo. Shira. Der Hengst ist leider ausgefallen, aber wenn du möchtest, kannst du seinen Platz einnehmen. Ich hoffe, er kommt wieder. Ach, der ist unten gerade Wasser trinken. Der kommt gleich wieder. Ich glaube, er muss einfach sehr lange Wasser trinken. Ich hoffe, das wird noch was. Ja, doch. Das wird noch was. Ja. Okay. Dem okay. Geht's gut. Freunde, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Gut, Hengst, nicht nur ein bisschen. Ich mach noch meinen Paper, bitte. Ah. Ich glaube, ist noch ein Song. Ich danke auf jeden Fall für diesen Einblick in eine professionelle, riesengroße, erwachsene Tour. Ja.
von Leuten, die früher auch mal öfter auf die Kacke gehauen haben, aber heute sich ihres Alters bewusst sind und die dieses Musikindustrie so Ding so ernst nehmen. Ja, ja, und auch ihre, ja, ihre Grenzen kennen, das ist ganz wichtig. Man wird vielleicht auch langweiliger, dann, wenn man alt ist, aber so ist das dann halt. Ne? Man ist 30, Frau, Kind, Haus, Auto. Auto, Yacht. Yacht. Garten. Angeln. Angeln. Schach spielen. Na, Schach ist schon... Tatort gucken. No, das ist schon hart. Das ist schon... Nee, Tatort. So alt bin ich auch noch nicht, obwohl ich auch schon 30 bin. Wie alt bist du überhaupt? Und wie alt ist der Hengst? Hengst ist 33 oder was? Ich weiß es gar nicht, wie alt Hengst ist. Ich bin zarte... 27. Genau. Wie die meisten Rapper. Genau. Für mindestens 10 Jahre. 27 und drei Viertel. Okay. Nee, ja. Nee, ich bin... Nee, ich gestehe... Ich habe mich vor 2 Wochen dazu entschieden, zu meinem Alter zu stehen. Ich bin 31 Jahre alt und bin sehr stolz darauf, ja, das doch so weit geschafft zu haben. Bis 31. Was haben wir noch für Fragen? Ja, ich muss immer dran denken, dass Rap.de von euch sogar so Promis wie den Klaas ins Interview gesetzt bekommt, ja, und ich nicht mal Bassultan Hengst hier habe. Oh, was für ein harter Diss gegen mich. Nee, aber es ist so. Ja. Ihr seid 3 Leute. Ja. Ich meine, ich bin ja froh, dass du hier bist, aber von 3 Leuten ist es nur noch einer da und am Ende gehst du auch noch. Das wäre hart, ne? Oh, was würdest du dann mal? So, und jetzt hier die Zuschauerkommentare. Okay, wir machen weiter. Ich habe ja extra Fragen vorbereitet gestern Nacht. Könnte es sein, wir kommen zu diesem Thema, dass der ein oder andere Fan sagt, ey, rap doch wieder wie früher, das ist doch alles voll schwul, was ihr da macht. Fehlt da irgendwie so ein Album zwischen Schmetterlingseffekt und dem jetzt, damit Fans so die Entwicklung mitbekommen und das nachvollziehen können? Weil die haben vielleicht gestern noch den Hengst von vor 7 Jahren gehört und dann machen sie es neu an und denken sich, ey, der ist über Nacht ganz anders geworden. Ja, aber dann sind die doch selbst schuld. Also das ist, nee, finde ich, ich finde, man braucht keinen, ich kann ja immer nur von mir zu sprechen. Ich finde, ich brauche keine Legitimation dafür, mich irgendwie zu verhalten. Also warum sollen mir eine Gruppe von Menschen erlauben können, mich so und so zu verhalten? Ist doch bescheuert. Also und von daher ist es, wenn jemand sagt, oh, Hengst rappt schwul und hier und da und den, das sind alles bestimmt nicht die Leute, die dafür gesorgt haben, dass ein Hengst vor seiner Musik leben kann. Aber Hengst hatte ja auch schon so in der Musik so diese Attitüde, ich bin Untergrund und hart und echt und andere sind nicht so und deshalb sind die scheiße. Mhm. Dann hört man sich das an, denkt sich, yo, cool, der ist echt und Untergrund und hart und ich höre nicht Freundeskreis, ich höre Bassultan Hengst. Und dann kommt die nächste CD und man denkt sich, hä, habe ich gerade Freundeskreis gekauft? Da stand doch BSH drauf. Aber das ist doch eher ein Selbstdiss, wenn ich davon ausgehe, von einem Typen, der 33 oder 32 oder ich weiß gar nicht wie alt, wie gesagt, wie sagen wir zwischen 30 und 33 ist. Wenn ich davon ausgehe, mir von dem Album anzuhören und sinnloses Rumbeleidigen zu hören, dann muss ich mich doch eher wundern, was ist mit dem kaputt, Alter? Was macht der denn da? Und ich kann doch nicht wirklich da sitzen und sagen, oh, der Spast. Warum ist er nicht geistig behindert, der Idiot? Warum? Also, weißt du, das ist doch bescheuert. Wie seht ihr denn heute und wie sieht auch Hengst, du musst jetzt ja für ihn auch sprechen und du auch, ne? Wie seht ihr denn heute die alten Alben? Auch in dem Pressetext klang das auch teilweise so ein bisschen so abwertend, als wären die Alten alle scheiße, weil da stand zum Beispiel, irgendwo stand was, Hengst kann jetzt endlich Musik machen, wie er das will und nicht was anderes und das ist jetzt nicht nur Bumtschack und Beleidigung obendrauf, das klingt alles so, als wäre die Mucke, die er vorher gemacht habt, scheiße, minderwertig und für Behinderte. Nee, aber sie war der Zeit angemessen. Sie war einfach der Zeit angemessen und dem Alter angemessen und nicht nur dem Zielgruppenalter angemessen, sondern auch dem Künstleralter angemessen. Mhm. Und das ist sie jetzt halt auch noch. Und wie gesagt, deshalb fände ich es extrem schade, wenn es jetzt immer noch altersangemessen wäre, so zu rappen oder die Themen zu behandeln, die man früher hatte. Das wäre halt Stillstand. Man sollte sich auch ein bisschen weiterentwickeln im Leben, ne? Und man sollte sich vielleicht mit 32 nicht mit Schulhofschlägereien beschäftigen. Genau, genau. Und vor allem wäre das ja auch alles, das wäre so gelogen, weil was. Oder wenn es nicht gelogen wäre, dann wäre es ja noch schlimmer. Stell mal vor, ein über 30-Jähriger hängt auf dem Schulhof rum, guckt sich die Prügeleien da an und ist der Meinung, darüber ein Album zu machen. Das ist ja voll eklig. Ja, oder beschäftigt sich mit Dingen wie baut man einen Joint? Ja, das hat er ja mit Bravour bewiesen, damit hat er sich noch nicht oft auseinandergesetzt. Ja, hol noch ein bisschen was nach. Aber ja, gut, also so erwachsen ist man dann halt doch nicht geworden, aber halt schon irgendwie ein Stück weiter als früher. Und daher ja auch dieser ironische Albumtitel, ne?
Geht auch. Okay. Und noch ein Journalist, der es verstanden hat. Ist geschehen noch Wunder. Was war eigentlich mit diesem Zahltag-Riot-Dingens? War das nur mal ein anderer Titel für das Album jetzt? Oder gab es da ein Album, was dann auch nicht rauskam? Oder war das einfach nur so eine Idee? Ich hatte mich auf dieses Projekt sehr gefreut und dann irgendwann war es doch nicht mehr geplant. Und wie wäre das Projekt geworden? Sehr gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau, das ja nicht. Naja, was soll ich sagen? Wird es morgen gut werden? Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Wetter. Ich meine einfach so den Sound. Ja, es ist ja nicht entstanden, das Album. Von daher kann ich dir nicht sagen, wie der Sound geworden ist. Die Idee war, dass es ein Album gibt, das irgendwas mit Riot im Namen hat, glaube ich. Ach so weit seid ihr doch gekommen. Es gab ganz viele Songs, die irgendwie entstanden sind. Da gab es auch ein paar Songs, so wie auf der, wie hieß die, Homework EP? Dieser Mein Sound und sowas. Also wir hatten überlegt, eine Zeit lang so in diese Richtung zu gehen. Und ich schätze mal, so wäre es geworden. Aber wie gesagt, ne, hätte mir eine Toilette. Was meinst du aus persönlicher Erfahrung, wie lange der Hengst braucht, um die Wirkung des Tabaks in seinem System runterzupegeln und wieder zurückzukehren? Ich weiß es nicht. Das Geile ist, ich habe schon überlegt, ob ich ihn anrufe. Aber und ihn telefonisch zuschalten. Ich glaube, reden ist auch nicht sein Ding. Ich könnte mal kurz durchrufen. Ja. Ja, wir machen das einfach weiter und warten mal ab, ob er es wieder hochschafft oder wir gehen sonst zu ihm. Schieber meint, er kommt noch. Er ist am Wasser drin. Denkt er wahrscheinlich auch noch, dass er gleich kommt. Ja, ich komme gleich. Okay, die Spannung bleibt erhalten. Wird er es wieder zurückschaffen? Wird er noch heute Abend da liegen? Wird er auftreten können? Man weiß es nicht. Okay, wir gucken gleich nach. Wo waren wir? Ach so, Pop Rocks war noch so ein Projekt. Da könnte man ja mal drüber reden, ne? Ja. Pop Rocks, hier haben wir es. Wie viel ist von dem Album auf Endlich Erwachsen gelandet? Auf jeden Fall eine ganze Portion Erfahrung. Also wir haben das Pop Rocks Projekt ist meiner Meinung nach glücklicherweise nicht bis zur Vollendung gekommen. Also wir haben kein Album da fertig gemacht und so, oder wir haben ganz viele Songs gehabt, aber haben die dann doch im Prinzip fast alle nachher komplett verworfen. Was ich sehr gut finde, denn das Pop-Rocks-Album, wenn ich mir jetzt das Passwort an Hengst-Album anhöre und mir vorher das Pop-Rocks-Album angehört habe, finde ich das Hengst-Album deutlich besser und viel mehr das, was wir eigentlich mit Pop-Rocks geplant hatten. Von daher ist Pop-Rocks ein relativ wichtiger Meilenstein bei uns gewesen, aber auch ein Stein, der liegen geblieben ist. Also, der bleibt doch liegen. Okay, wir nähern uns jetzt dem Themenblock, warum gab es 4 Jahre kein Release? Dass es da auch so Labelgründe und so gab, wissen wir alles. Aber wie viel war jetzt da, das ist eigentlich auch so ein Problem, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich neu zu erfinden? Weil aus irgendeinem Grund, irgendwie muss es ja angefangen haben, du warst vielleicht auch dabei und man hat sich so gedacht, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Rap nach Schmetterlingseffekt. Und dann wollte man was anderes machen und kam irgendwie auf Pop Rocks. Da muss man aber, fängt man ja quasi wieder bei Adam und Eva an. Als Musiker, ne? Weil man sowas vorher vielleicht noch nicht gemacht hat. Dauert das dadurch dann auch 4 Jahre? Na, bei Adam und Eva war es nicht so wirklich. Also wir haben, Hengst und ich, wir haben glaube ich 2002 das erste Mal miteinander gearbeitet und haben da beide schon gemerkt, dass wir musikalisch irgendwie ganz gerne auch andere Sachen machen. Und also halt nicht nur den harten Gangster-Beat, sondern halt auch ein bisschen so. Und dann irgendwann, weil ich halt auch Gitarre und Klavier spiele und sonst was und damals halt in vielen Bands gespielt habe, kam er irgendwann mal auf mich zu und meinte halt, Mensch, hier, und ich würde so gerne irgendwie in die Richtung und mit bisschen mehr mit live und. Und dadurch haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Die Soundfindung, also wie gesagt, Label war viel davon. Die Soundfindung hat Ewigkeiten gedauert, weil wir gar nicht irgendwie von wegen, oh, jetzt erstmal ein Instrument lernen und darauf klarkommen, sondern die Soundfindung hat doch so lange gedauert, weil es halt doch, also bei uns war halt auch dieser, also dieses, deshalb kommt es für den Fan wahrscheinlich so rüber, Schmetterlingsalbum und jetzt sowas oder so und jetzt das Album. Für uns sind in der Zeit ungefähr 150 Songs passiert oder so. Und die haben einfach 4 Jahre gedauert. Ja, doch, die Soundfindung war schon
im Prinzip so aufwendig, dass wir nachher sogar gesagt haben, okay, wir brauchen noch jemanden, der soundmäßig doch nochmal seine Hände raufpackt. Ich finde, da werden die Karten komplett neu gemischt, wenn man was völlig anderes machen will, weißt du? Weil das vorher auch so, du rappst, ne? Die meisten Leute, die rappen, kriegen damit jetzt nicht so den Mega-Erfolg. Manche Leute haben irgendwie das Glück halt, dass das, was die machen, auch haben sie sich vielleicht gar nicht so extrem überlegt, haben das nicht studiert, die rappen einfach und andere Leute finden das geil. Sagen, ey, wie du das machst, das ist fett, so, cool. Dann bist du erfolgreicher Gangster-Rapper, so ein bekannter Gangster-Rapper. Und dann sagst du, okay, da habe ich jetzt aber keinen Bock mehr drauf, ist mir jetzt viel zu langweilig, ich will jetzt was anderes machen, wie auch immer man das jetzt nennen soll. Wenn ich jetzt Pop sage, klingt das wieder so dissmäßig, aber was auch immer ihr euch dann damals gedacht habt. Und ob das dann auch wieder gut ankommt, da hast du die gleich guten oder schlechten Chancen vielleicht fast wie ein Newcomer, ja, oder? Ja, ist so. Bestimmt so. Aber deshalb hat es ja auch 150 Songs gedauert, die an alle möglichen Leute rausgegangen sind, an Freunde, an Bekannte. Hier, hör mal das, hör mal so. Der Hengst hat schon öfter gesagt, dass er in Interviews, dass er in der Zeit immer das Gefühl hat, er hat 1000 Ideen für neue Sounds und sonst was. Aber dann irgendwie andere Leute immer schneller damit waren. Und das klang auch so, hey, die haben jetzt mal eine Idee geklaut. Vielleicht haben sie die auch gar nicht geklaut. Vielleicht lag das so in der Luft. Und dann hat man sich gedacht, man macht mal das und das. Und plötzlich hört man das. Macht jetzt schon ein anderer. Wir hatten es relativ häufig, dass wir der Meinung waren, so cool, jetzt haben wir ein Ding gefunden, was wir aus Deutschland nicht so kennen. Und was, oder auch so, was wir einfach so, ja, nee, wenn ich an Mucke denke, wo ich dachte, oh nee, kenne ich noch nicht. Und dann haben wir den Hit in unseren Augen gemacht und boah, geil und bla. Und dann machst du eine Woche später Radio an und hörst einen Song und denkst dir, Alter, das kann es doch nicht sein. Was war das denn zum Beispiel? Ja, das werde ich jetzt nicht sagen, aber es war, aber es ist uns zweimal, glaube ich, passiert. Mit Rappern oder anderen? Mit Musikern. Sind Rapper Musiker? Ja, Rapper sind auch Musiker. Korrekt. Also... Ja, na klar, es beschäftigt sich auch mit Musik, natürlich. Doch, Rapper, jeder Rapper ist irgendwie auch so Musiker, wie er halt ist. Okay, wir werden nicht rauskriegen, ob es wer es war. Schade. Schade. 2011 klang es schon mal so, als sollte da ein Bass-Sultan-Hengst-Album kommen. 2013 war ein Album angekündigt. Warum ist es da dann immer noch mal gescheitert? Waren das eher so Business- und Label-Sachen oder war das auch wieder, weil ihr gesagt habt, ey, der Sound ist doch schon wieder nicht geil genug? 2013 war ja dieses Album, das hat sich einfach nur nachher dann noch, oder war das endlich Erwachsenenalbum, das hat sich einfach nur verzogen. Das Album, das davor angekündigt war, oh, welches war denn das? War das nicht dieses Riot-Album? Ich weiß nur nicht, nur noch, dass es damals auch so Sachen gab von wegen, ja, ich nehme es wieder auf und es kommt bald wieder was und endlich kann ich wieder veröffentlichen und ich weiß gar nicht, was das dann sein sollte, was veröffentlicht werden sollte. Ich glaube, das war dieses Riot-Album. Okay. Aber wie gesagt, wir haben es nicht geschafft, da irgendwie so ein zusammenhängendes Album auch von den anderen, also von den ganzen anderen, wir haben halt immer mal wieder versucht, alle Songs irgendwie oder von den Songs irgendwas zu nehmen und zu denken, okay, vielleicht kann man was Geiles zusammenstellen, aber die waren dann doch zu unterschiedlich. Von daher, kann ich dir nicht sagen, woran es dann so gescheitert ist. Ich halte mich aus diesen ganzen Business-Sachen und auch dieses komische Rapper-Beef-Game und so, das habe ich 2003 schon nicht gefeiert, das feiere ich immer noch nicht. Meinst du, dass vielleicht auch Hengst zu wenig über Business und, keine Ahnung, Inszenierung und all so ein Zeug nachdenkt und zu sehr einfach Songs macht für den ganz großen Erfolg? Nee, ich glaube, Hengst ist ganz fit in der Sache, ist er fit. Da bin ich ganz froh, dass ich ihn habe, weil ich kann dadurch wie so ein Asozialer in meinem Studio hängen und er macht einen anderen Kram. Das ist ganz gut. Aber ich fand eigentlich schon immer, er hätte es auch so von dem, was er kann und von seinem, wie er rüberkommt und so weiter, er hätte es auch auf ein Sido- oder Bushido-Level schaffen können. Na, gucken wir mal. Kann noch kommen, meinst du? Na, bestimmt. Ich wollte den Hengst fragen, was du jetzt beantworten kannst als enger Vertrauter, der ihn besser kennt als er sich selbst. Ne? Deshalb ziehen wir auch so das Interview auf. Ja. Was können denn angehende Gangster-Rap-Kings aus den Label-Problemen mit Murderbass, die der Hengst hatte, lernen? Was wurde da, weil wenn es jetzt daran vor allem lag, dass es 4 Jahre kein Album gab, krass. Ich glaube, man kann dazu nur sagen, bevor man unterschreibt, sollte man nicht nur selber einen Vertrag lesen, sondern sich wirklich
Geld in die Hand nehmen, einen Anwalt fragen. Und nicht den Anwalt fragen, den das Label einen empfohlen hat. Genau, sondern wirklich einen Anwalt, den man am besten nur selber kennt, zu dem hingehen, dem ein bisschen Geld auf den Tisch legen und dann diesen Vertrag durchgehen. Das ist, glaube ich, alles, was man da als Tipp geben kann. Was standen denn da für schlimme Sachen drin, die man vorher nicht so gerafft hat und die einen dann 4 Jahre rausbringen? Na, Hengst hat ja relativ lange gebraucht, um dann wieder Sachen rauszubringen. Von daher war es ja schon ein Vertrag, der ihn da gefesselt hat. Im Endeffekt ist dann immer so das Problem, also wenn ich so drüber nachdenke, dann läuft das so, die kriegen sich irgendwie in die Köpfe, ja, das Label will vielleicht was anderes als der Rapper oder so. Und dann sagt der Rapper, gar keinen Bock mehr bei euch noch ein Album rauszubringen, und das Label sagt, jo, in deinem Vertrag steht aber, du bringst so und so viel Alben bei uns raus. Und bevor du die nicht gemacht hast, bringst du auch nirgendwo anders was raus. Und dann bringt man einfach gar nichts mehr raus, oder was? Ich weiß es nicht. Sollen wir ihn mal anrufen? Ja, habe ich einen Telefonjoker? Wir haben doch Hengst Telefon, kennst du die PIN? Hat der leider nicht, nee, aber ich hätte sonst jetzt Hengst angerufen, aber geht ja nicht. Aber du könntest jemanden anrufen, der sich auskennt. Vielleicht. Ja. Nee, ich nehme lieber den Zuschauer-Joker. Okay. Was meint ihr? Was ist da vorgefallen? Was stand in diesem Mörderbass-Vertrag drin? Und was können wir daraus lernen, falls ich nochmal Gangster-Rap-King werden möchte? Worauf muss ich achten? Vielen Dank für eure Einsendung per Post, bitte. falls ich gute Laune kriege, liegt das nur daran, dass ich auf Daymid bin, nicht daran, dass ich passiv rauche. Ne? Nicht, dass man mir unterstellt, ich würde Drogen nehmen. Nee, aber Daymid ist härter als Kiffen. Ja? Ja. Vor allem Daymid. Gibst und dann auch die Packung Medi-Night noch? Nee. Ich halte auch eigentlich gar nichts von, aber ich wollte irgendwie fit werden und dachte mir, da ist ja nicht nur Paracetamol, da sind noch mehr Drogen auf einmal. Da ist alles drin. Da habe ich noch Sinopret oben drauf und dann 4 Kaffee und 6 Zigaretten, die alles wieder kaputt gemacht haben. Ich verstehe. Ja, das ist gut. Das ist ein Level, der... Wenn dann noch einer passiv angeht. Raucht, kann man direkt wieder ins Bett gehen und führt total professionelle Interviews. Ja. Naja... Ja, genau. Label, weiter. Warner. Ihr wart doch eigentlich schon bei Warner und dann wieder doch nicht, weil ihr hattet noch gar nicht unterschrieben. Das hat nur die Presse erfunden. Ja, ich weiß es. Nee, eigentlich... Oh Gott. Also ich kann es ja mal aus meiner Sicht erzählen. Mir wurde gesagt, yo, Dicky, wir haben einen Deal. Ich sag, cool. Irgendwann bekomme ich einen Anruf, yo, Dicky, wir machen es selber. Und ich sage, ja, cool. Und aber jetzt mittlerweile denke ich, das ist wirklich cool. Also es war eigentlich mehr, also ich weiß nicht, wie weit das alles fortgeschritten war, weil ich da, wie gesagt, ich halte mich auch sowas gerne raus, ich will einfach nur Musik machen. Aber es muss schon fortgeschritten gewesen sein, meiner Meinung nach. Von daher, ja, ich habe das nicht so mitbekommen. Ich bin aber sehr glücklich, dass wir es selber machen. Kann man dann nur spekulieren. Also entweder war der Deal doch nicht so cool oder Hengst hatte keinen Bock, wieder in Verträgen zu hängen, oder hat sich gedacht, ich verdiene einfach mehr, wenn ich es alleine mache und gehe das Risiko ein. Na, ich will einfach nichts Falsches sagen. Deshalb, also das müsste man ihn wirklich fragen, aber... Es ist ja nicht unsere Schuld, dass er nicht da ist. Nee, aber es ist ja auch nicht meine Schuld, dass ich es nicht weiß. Ich finde, ist alles cool. Alles cool. Wir ziehen das durch. Ja, und jetzt macht ihr es selbst, aber auch mit No Limits. Genau. Was macht ihr dann selbst? Also ich die Musik und, oder was heißt die Musik? Ich hab's gemischt, bla hier und alles. Hengst ist hat viel mit allem zu tun. Und ansonsten ist der Guido Schulz noch dabei, der auch viel mit allem zu tun hat. Wie gesagt, ich mach die Musik und ich betüdel Hengst. Und Hengst macht auch quasi mit bei der Labelarbeit zusammen mit dem Guido von No Limits. Genau. Okay. Ganz spärliche Infos, ne? Immerhin. Ich wollte jetzt noch fragen, wie das war. Er hatte ja nie bei Erst guter Junge unterschrieben und so. Und dann zwischendurch gab es immer Gerüchte, ob er zu Selfmade geht oder zu Banger-Musik. Ich weiß nicht, er ist zu Serk gegangen. Ich weiß es nicht. Tauscht ihr euch nicht aus? Bereitet ihr euch nicht vor auf so ein Interview und sagt, morgen kommt der Toxic, wir müssen heute Nacht noch ein paar Antworten vorbereiten? Na, bei mir ist es, ich weiß nicht, redest du jeden, wenn du dich mit Kumpels abends triffst? Ich interview die grundsätzlich, ja. Ich bin immer so wie jetzt. Nee, ich stelle einfach so Fragen. Ich unterhalte mich selten, wenn ich mit Kumpels mich abends treffe und wir zocken oder irgendwie, obwohl zocken ist bei mir selten, aber dann ist es selten so, dass man darüber, und wie war heute auf Arbeit, was hat Chef gesagt und bla und wie war so. Und so ist ja bei uns auch, wenn er
irgendwie, wenn er ein Interview oder irgendwas da und da passiert irgendwas, was für mich aber eigentlich gar nicht relevant ist, so. Ich frage da dann auch nicht nach und er erzählt auch nicht, also ja, das ist einfach, über einen Job redet man dann nicht, wenn man chillt. Okay, wir reden jetzt aber über euren Job. Du kannst immer wieder sagen, ich habe keine Ahnung. Und okay, dann versuche ich es noch zweimal und dann gebe ich auf. Hat der Hengst die Schnauze von Battle und Beef voll und hat er auch das Gefühl, dass das seiner Karriere auch geschadet hat? Stichwort Beef mit Bushido und so. Hat das ihn auch gebremst und mehr geschadet als geholfen? Weiß ich nicht. Habe ich keine, weil ich bin immer der Meinung, dass jede PR gut ist. Irgendwie PR ist halt. Ja. Von daher wird es nicht geschadet haben, denn ja, nee, weiß ich nicht, aber ich habe keine Ahnung. Kann sowas auch ganz schlecht einschätzen. Okay. Wie gesagt, das ist alles so ein, ich lese auch keine, nicht großartig. Facebook ist für mich zum Beispiel ein Krampf, dieser ganze Scheiß und so. Also ich will einfach nur Musik machen, wenn die jemandem gefällt, dann ist cool und wenn nicht, dann habe ich ja Pech gehabt. Sehr beliebte Musikeraussage, die Existenz von Interviews komplett in Frage stellt. Ja, ne? Es ist so. Ja, aber es ist wirklich tatsächlich. Du musst auch an uns denken, wir wären dann arbeitslos. Was würde ich dann machen? Ja, nee, das wäre natürlich schade. Und ich gebe dir gerne Arbeit. Das ist großzügig. Ich weiß, ich lebe nur von euch. Ohne euch Musiker gäbe es mich überhaupt nicht. Nein. Was wird denn auf Tour gespielt eigentlich? Nur die neuen Sachen oder auch alte? Was darf so ein Hengst überhaupt spielen? Index und so weiter. Ich dachte jetzt nicht hier auf Tour, sondern so auf der... Generell und jetzt auch hier auf Tour. Na, hier auf Tour machen wir die Single von Sido und Hengst, die auf dem... Also die jetzt die nächste Single, ich glaube, er hat vorhin gepostet, dass jetzt irgendwie das Video kommt. Halt Stopp heißt die, dann machen sie natürlich die Jordans. Und ansonsten auf Tour müssen wir gucken. Also wenn wir dann auf Tour gehen mit dem Hengst-Album... Macht ihr jetzt nur zwei Songs? Auf der Sigi-Tour? Auf dieser Tour? Also, ihr habt auch am Anfang so ein eigenes Set. Nee, haben wir nicht. Gar nicht. Nur zwei Gastauftritte. Ja, na, wir sind ja die ganze Zeit, also Hengst ist der Backup und ich mache mit Shira zusammen den Background-Gesang. Und die Show geht zwei Stunden, wenn wir vorher noch irgendwie, also erstens wäre das Publikum tot. Wir würden, Hengst und ich, wir würden dann statt 35 Shows 70 Shows spielen. Das wäre schon ein bisschen hart. Okay, klingt interessant. Also mehr so ein Band-Ding und ihr seid Teil der Band halt so quasi. Ja. Okay, dann, wenn es dann Hengst eine Tour macht, oder wenn BSH, das Trio, eine Tour macht, werden dann in Zukunft auch nur die neuen Songs gespielt oder auch die alten? Ja, muss man gucken, je nachdem, welcher Song in welcher Stadt erlaubt ist. Nee, aber es ist, also eigentlich geht es ja schon darum, bei der Tour auch das neue Album vorzustellen. Und weiß ich nicht, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen, wir müssen einfach, also das Setup soll interessant sein, natürlich, oder das Set soll interessant sein, aber ich glaube, es wäre bescheuert, komplett auf alte Songs zu verzichten, aber es wäre auch bescheuert, zu einem Album auf Tour zu gehen und dann nur alte Songs zu spielen. Inwiefern, ja sowieso, aber inwiefern kann er denn die alten Songs spielen? Weißt du, wie stark er damit Probleme in der Vergangenheit hatte? Er war ja schon ein paar Mal auf Tour, ne? Da gab es dieses 50 Cent Vorgruppe, Bloodhound Gang Vorgruppe, was dann abgebrochen wurde nach Stress mit der Bloodhound Gang Fans oder so, keine Ahnung. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen, aber ich weiß, dass da... Mit Summer und Farid und gab es dann auch immer Probleme mit Index, standen dann da so böse Agenten und haben gesagt so, gleich geht das Licht aus, du hast Hurensohn gesagt? Ne, es gibt in einigen Städten sind sie reger als in anderen Städten und dann wird auch vorher die Tracklist kontrolliert, welcher Song darf gespielt, welcher nicht und so, werden und welcher nicht. Und aber ansonsten, ich weiß nicht, also er ist ja vor zwei Jahren, glaube ich, auf Tour gewesen und da konnte er auch eine Tour spielen, also von daher gibt es ja auch noch ein paar Songs, die gespielt werden dürfen. Okay, also es ist kompliziert, aber es lässt sich machen. Genau, Facebook-mäßig, es ist kompliziert. War Hengst in der ganzen Zeit, in den vier Jahren ohne Release, nie so verbittert und so? Ich würde mir vorstellen, der nimmt das jetzt alles so mit Humor, weißt du, wie man ihn halt kennt und auch in den Songs, aber ich stelle mir das irgendwie anstrengend und abfuckermäßig vor, wenn man so viel für seine Karriere getan hat, so weit schon ist und dann einfach vier Jahre nichts mehr rauskommt. Man tut die ganze Zeit was, aber man findet ja so nicht mehr so richtig statt. Man sagt immer ab und zu, bald kommt wieder ein Album und dann kommt es aber leider doch nicht. Und also es war, die vier Jahre waren nicht so, dass man mit dem Dauergrinsen durchgerannt ist. Ich habe relativ viele graue Haare bekommen.
in der Zeit. Und von daher, also es, auch da war es kompliziert, aber es ist, es war nicht so, dass wir an irgendeinem Punkt gedacht haben, okay, das war's jetzt. Jetzt reicht's und jetzt hören wir auf, sondern der Hunger war dann trotzdem größer. Aber war nicht immer so, dass wir gedacht haben, oh geil, das ist die schönste Zeit in unserem Leben. Worum ging's dir und wohl auch Hengst beim Weitermachen? Darum, dass man doch noch an das große Geld dran will, was Hengst ja nach eigener Aussage nie bekommen hat? Oder um den Fame, um was zu beweisen? Oder einfach darum, dass man sagt, ey, ich will einfach in meinem Leben nichts anderes machen als Musiker sein und deshalb mache ich das weiter und das muss dann auch irgendwann so funktionieren, dass ich davon leben kann? Das Letzte ist es, glaube ich, okay. Also da, weil das so alles so zusammenfasst. Mhm. Weil du, ich glaube, wenn du Bankkaufmann bist oder so, dann hast du ganz viele Andockstellen, wo du Bankkaufmann sein kannst. Und wenn du mit Leidenschaft Bankkaufmann bist, dann ist das für dich auch eine Erfüllung. Und als Musiker hast du viel weniger Rezeptoren, sage ich mal so, wo du andocken kannst. Wo du auch wirklich dann dein Musiker-Dasein durch dein Musiker-Dasein finanzieren kannst und Musiker sein kannst. Von daher, wie gesagt, geht es wirklich darum, irgendwie die Leidenschaft oder für den Job, den man machen will, auch finanziert zu bekommen. Von daher war deine letzte Aussage sehr allumfassend und schön. Du hast ja jetzt auch noch die Möglichkeit, ich stelle es mir ja bald bei dir noch leichter vor, als bei Hengst dann auch, sich sein Leben zu finanzieren und als Musiker was zu machen, weil du kannst rappen, singen, produzieren, Leute aufnehmen und so weiter. Du kannst dann immer auch so für andere Leute was machen als Musiker und davon leben? Das ist zumindest das, wie ich im Moment lebe. Also, dass ich eigentlich eher von der Musik für andere lebe. Okay, und wie hat Hengst das gemacht? Der hat, in der Familie gibt es Restaurants und Eisdielen, habe ich mal gehört, hat er irgendwo gesagt oder so. Nee, na, Hengst ist ja jetzt veranstaltete Partys. Hengst hat immer irgendwie eine Möglichkeit, auch musikalisch sich zu finanzieren. Also es war, wir reden auch selten über Geld, muss ich sagen. Also jeder weiß, dass er über die Runden kommt, was das heißt. Ja, also aber wie du es siehst, ist ja Partyveranstalter und Rapper und nicht noch 5 Jobs. Ja. Okay, Partys veranstalten, auch cool. Ich dachte mir, er feiert die ganze Zeit nur, weil ich ihm, glaube ich, bei Instagram folge. Mhm. Und ihn da immer grinsend mit den Promis von Berlin sehe, glaube ich, besoffen. Aber er macht das schon beruflich mit dem Feiern, weil er ja jetzt erwachsen ist. Ich glaube, er hat irgendwann, also ich kenne wirklich keinen Menschen, der so fast schon penetrant feiert wie Hengst. Und ich glaube, er hat sich irgendwann einfach gedacht, das ist ja voll teuer, ich kann ja auch einfach selber veranstalten, dann ist es nicht so teuer und dann ist es voll geil. Ich glaube so. Das ist auch eine erwachsene Karriereentscheidung. Verdammt. Einfach, dass man halt abwägt und auch mal ein bisschen über das Geld nachdenkt und sie sagt, Drinks voll teuer, ja. Wenn ich die Party veranstalte, saufe ich umsonst. Genau, so in der Art. Also ich glaube, dass es, ich weiß es aber nicht. Ich, wie gesagt, wir reden darüber nicht. Irgendwann hat er gesagt, ja, Digga, ich veranstalte jetzt Partys, komm mal rum. Und das war's. Also das ist, ich sage ihm ja auch nicht, wenn ich irgendwie ein Beat für irgendjemanden gemacht habe, so, oh, Digga. Also es ist einfach, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich noch danach fragen, genau, das hatte ich hier noch bei dem, was man sonst so alles im Leben macht. Hengst hat die Logos von Amstaff und Orgie entworfen, ne? Macht er auch als Grafiker so öfter was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß okay, weiß auch nicht. Weiß das jemand von euch? Vielleicht? Ja. Ich habe das aber auch schon mal gehört, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Hengst sehr gut mit dem Stift unterwegs ist. Dass wirklich anständige Sachen auf Papier bringt, aber ich weiß es. Ich wollte sonst noch so eine lustige Frage dazu, wie das ist, wenn man jetzt so erwachsen ist, stellen, weil er irgendwo gesagt hat, er hätte von Türstehern voll aufs Maul bekommen. Wollte ich fragen, wie erwachsen er sich da verhalten hat. Wie ich das wahrscheinlich auch nicht wissen. Ich hatte ja gehofft, er würde zum Ende des Interviews nochmal irgendwann auftauchen, aber ich bin jetzt durch mit den Fragen. Ich habe jetzt noch Fanfragen für ein zweites Interview. Ja, es tut mir leid. Hast du noch eine Frage vielleicht? An dich? Wie lange machst du das jetzt schon? Weil das war sehr souverän, trotzdem durchgezogen. Ja, trotzdem. Mhm. Obwohl ich völlig neben mir stehe ja, und der Artist weggerannt ist. Ja, also. Danke. Interviews, weiß nicht, seit dem ersten Release von Snagger und Pillard auf 3P, weil das war mein erstes Interview. Okay, und wann war das?
Gut, dass das immer auf hiphop.de sogar gepostet wurde. Das ist das halt vor 6 Jahren oder so. Das ist schon ein bisschen her, Alter. Das war aber noch nicht Video. Das erste war noch so ein Telefoninterview. Ah, okay. Telefoninterview auf im Web. Ja, man ruft dann so, da, hier wurde gesagt, ey Praktikant, dann gehst du da oben in das Büro, dann nimmst du da so einen Kassettenrekorder, ein und Festnetztelefon mit so einer Schnur dran und dann, es war noch vor dem Zweiten Weltkrieg ja quasi. So, noch so gemorst. Ja. Auch gut. Ja, Morse-Interview. Ja, das ist gut. Das können wir auch machen. Ja, es wird jetzt auch nicht interessanter, wenn ich noch mehr davon erzähle. Deshalb, also ich würde sagen, wir geben das mit dem Hengst für dieses Interview auf und ja, gehen jetzt runter, wecken ihn. Und stellen ihm dann die Fanfragen. Und ja, wenn das nichts wird, Plan B, du. Okay. Oder wir fragen Sido, der müsste ja auch irgendwo rumrennen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, der hat gerade auch irgendein. Aber kann sein. Wie er hat bestimmt schon allen gesagt, wenn hiphop.de da ist, sagt, ich wäre nicht da. Ja. Okay, wir suchen Sigi oder Hengst oder wenn wir finden. Und sonst geht es mit dir weiter im Fanfragen-Interview. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Danke auch an Basta Next für das gute Gespräch. Peace.